Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Ganz wichtig, ne? Bevor das Video anfängt, alle Links in der Videobeschreibung abchecken. Twitch, YouTube, Instagram und alle anderen Erotikseiten, ne, auf denen ich auch noch drauf bin. Abchecken, Afrika wird groß. Jo, du hast gedacht, du bist am Start. Bruder, jetzt in Frankfurt, Bruder, ja. Wie wir selber, ne? Afrika ist überall, Bruder, wie überall in die Welt. Bruder, zeig ein bisschen den Ort, Bruder. Frankfurt, Hauptbahnhof. Ich habe auch direkt gemerkt, wenn man sich hier die Leute anschaut, Bruder, die obdachlos sind, Bruder. Guck mal aus Duisburg. In Duisburg sind auch viele Obdachlose, Bruder. Aber ich merke direkt, hier sind so diese Super-Obdachlosen, weißt du? Oder diese Super-Saiyajin-Obdachlosen, Bruder. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen um, so wie Frankfurt aufgebaut ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass wir ein paar Stars sehen, Bruder. Mike Tyson, Bruder, will ich hier sehen, weißt du? Ich will 50 Cent hier sehen, Bro. Rein da. So, ja, wir sind jetzt mitten in der Innenstadt, Digga. Ich sag so, Bruder, Frankfurt sehr, sehr, sehr böse, Bruder, sehr gefährlich. Bruder, ich sag so. Von Metz auch noch am Start. Wie geht's dir, Metz? Ich bin ein glücklicher Mann. Der ist ein sehr süßer, glücklicher Mann. Und Bruder, wir haben nur Kopfschmerzen ohne Ende. Wir sind gefühlt 10.000 Jahre gefahren. Wir sind von 9 Uhr morgens bis jetzt. Jetzt haben wir 16 Uhr, aber wir sind 15 Uhr angekommen. Gefahren, Bruder, überleg mal, Digga. Aber hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich zeige euch gleich ein bisschen die Innenstadt. Und mal gucken, vielleicht findet man irgendwo, ne, dubiose Leute, Bruder. Vielleicht findet man irgendwo den Pumping, Bruder, ihr wisst selber. Bruder, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wohin? Wo ist das Denkmal? Zum Schiller-Denkmal. Friedrich Schiller müsste euch ein Begriff sein. Und wir gehen jetzt zum Friedrich Schiller-Denkmal, Bruder. Ich weiß selber nicht, wo das ist. Der hätte sich da irgendwas ausgesucht und Bruder, wir folgen einfach der Route von Mert, Digga, rein da. Ihr müsst euch vorstellen, Bruder, hier kann man Melonen kaufen und da sind so Penner an der Treppe, Bruder, so behindert, Digga, so behindert. Ich höre, Frankfurt hat so verschiedene Gesichter, verschiedene Welten irgendwie. Melonen treffen auf Penner, Penner treffen auf Kanaken, Bruder, sehr, sehr gefährlich. Was will deren Mission? Was will diese Oma erreichen? Was wollen die erreichen, Mann? Okay, ganz komisch, Bruder. Locker, die wollen mich aus Frankfurt rausjagen. Die kriegen mich nie. Oh mein Gott, Digga. Und jetzt bei der sogenannten Taunusanlage. Hier ist extrem viel los. Ich weiß nicht, was hier los ist auf jeden Fall. Aber ja, das ist die Taunusanlage. Und wir machen uns auf den Weg zum Schiller-Denkmal. Friedrich Schiller, müsst ihr doch kennen. Ne? Ihr seid auch auf Deutschunterricht gewesen, oder nicht? Auf jeden Fall, wir schauen uns den Bremen ein bisschen an. Oder ich bin richtig schwarz, Bruder, nämlich hier, Digga. Ne? Krank. Hier seht ihr ein gigantisches Hochhaus. Und hier seht ihr, Bruder, schon wieder irgendwo einen Penner auf der Straße, Bruder, der die Straße, weißt du, für sich, sage ich mal, erobert hat. Frankfurt ist, Bruder, ernsthaft, ein riesiges Pennerheim, Bruder. Asylheim, Pennerheim, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und da ist ein süßer Mert, Bruder, ein süßer Mert auf dem Weg, der Größte zu werden. Glücklicher Mann! So, hier haben wir das sogenannte Friedrich-Schiller-Denkmal. Der Bre, ihr wisst selber, ne? Friedrich Schiller, wichtig, ne? Für Deutschunterricht. Ich muss auch ein bisschen meinen Bildungsauftrag auf jeden Fall als Influencer, ne? Hier auch wirklich einnehmen. Der Bre ist 1805 gestorben, Bruder, an einer Lungenentzündung. Der hat zu viel geraucht, Mann. Weißt du, keine Ahnung, ob der geraucht hat, ich weiß nicht, Digga. Kann sein, dass er auch Weed genommen hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wichtiger, achte mal, die haben einfach eine Bierflasche dran gemacht, Bro. Einen auf, dass Schiller sich ein bisschen, weißt du, ein bisschen zu viel Alkohol gönnt, Bro. Ne, und hier natürlich, ne, ein weiterer Penner, Bruder, der sich einfach hier denkt, okay, scheiße, was mache ich überhaupt hier, während hier eine riesige Armee rumläuft, Bruder, Herz. Oder Frankfurt ist richtig verrückt. So, und hinter mir ist der sogenannte Main Tower, ich zeige ihn euch. Also Frankfurt hat wirklich sehr viele Schichten, sehr viele Farben. Also, ne, wie findest du den Main Tower, Bruder? Findest du, ist er stark? Ich finde, der kann viel und wir gehen jetzt Richtung Goethe-Denkmal, Friedrich Schiller, ja. Jetzt Goethe und das ist Richtung Altstadt. Stark! Wie wir selber, ne? Ohne Merz, oder ich wäre schon wirklich tot. Der fühlt mich. Hier ist auch so ein grüne Soße-Festspiel. Wahrscheinlich irgendwie die Pisse von Piccolo oder so, Bruder. Die Pipi von dem. Und hier hinten, Bruder, sehen wir ein interessantes Denkmal, Bruder. Sehr, sehr interessant. So, weit vor Ort. Und zwar sind wir jetzt beim sogenannten Börsenplatz. Und hier, Bruder, hier ist die Deutsche Börse, weißt du?
hier, Bruder, muss man eigentlich mit einem Team reingehen, Bro. Ihr wisst selber, ne, diese ganzen Konten aufmachen und so. Ne? Aber der gute Mert, Digga, erklärt kurz, Digga, warum Hintergrund ein Stier ist, Bruder, und ein Bär, Bruder, warum? Ich weiß jetzt auch nicht, warum die zwei Tiere, aber anscheinend ist das ein Symbol für das Steigen und das Sinken des Kurses, also des Geldkurses, des Börsenkurses. Und ja, quasi der Stier, also hier ist das Börsengebäude, das sieht ihr jetzt gerade nicht, das wird beschützt von dem stolzen Bullen, also das heißt Bulle und Bär. Hier Mitte und ein bisschen, da wo die Frau ist, da ist der Stier und da ist auch der Bär. Aber warum sind deutsche Bären böse, Bruder? Was haben die gegen deutsche Bären, Bro? Keine Ahnung, Mann. Ne? Das ist krank. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt kurz das Gebäude. Sieht sehr cool aus. So, ja, das ist das riesige Börsengebäude. Sieht schon sehr gefährlich aus, Bro. Weißt du? Ich würde vielleicht mit dem Auto, Bruder, hier reinfahren. Ne, und dann ein bisschen für Stimmung sorgen, ihr wisst selber. So, jetzt werden wir anscheinend den besten Döner auf der ganzen Welt essen, Bruder. Spaß, nur in Deutschland. Tonnenbull, Bruder, soll ein richtig guter Laden sein, Bruder. Ich bin sehr gespannt, was man da erwarten kann. Ob der wirklich so krass ist oder nicht. Laut Holle, Bruder. Jetzt sind wir, Bruder, hier bei Tonnenbull. Soll anscheinend einer der besten Döner, Bruder, in Deutschland sein, Bro. In Deutschland. Müssen wir mal gucken, ja, ob das mit Duisburg mithalten kann, ne? Duisburg Paradies-Döner, Bruder, rein da. Oh. Okay. Ja. Das Brot ist richtig hart, Digga. Und der Salat ist ein bisschen unnötig. Boah, sehr stabiles Brot. Und die Mischung aus Fleisch und Brot, krank. Unnormal krank. Dazu als würde ich einen Kuchen essen, Bruder. Und Fleisch, aber irgendwie gut. Komische Beschreibung, aber richtig gut, Digga. So, der Bree, Bruder, hat sich einen Dürüm geholt. Jetzt sind wir auch in der Frankfurter Altstadt. Jetzt kommt mal ehrlich Bewertung zu diesem Döner, Bruder. Guck, ich hab gedacht, dieser Döner ist Peak, weißt du, Peak Deutschland, Peak Welt, so. Ich hab gedacht, dieser Döner wäre das One Piece, Bro. Ich dachte, dafür sind die Leute, weißt du, auf die Grand eingegangen und so weiter. Aber Bruder, der Döner, ich sag so, 8. Man findet einen manchmal stärkere Döner, sag ich ehrlich, Bruder. Der war stark, das Brot war sehr, sehr, sehr heftig, sag ich dir ehrlich. Das Fleisch auch sehr salzig, Bruder. Aber für mich eine gute, ultimative 8, Bruder. Ich finde, kann man sich beschweren, kann man sich gönnen, auf jeden Fall so. Und der Bremer, Digga, wird auch natürlich was zu seinem Dürüm sagen, ja? Heraus. Also der Dürüm war eigentlich an sich auch nicht schlecht. Also man kann den essen, der macht einen sehr zufrieden und sehr satt. Aber wenn ich jetzt zu mir den Anspruch setze, das ist irgendwie der beste Dürüm, was jetzt keiner hat gesagt. Aber niemand. So, keiner hat das gesagt. Ja. Auch nicht Holle. Auch nicht Holle, Bruder, auch nicht Obama, niemand. Fleisch lecker innen drin, die Füllung war gut, bisschen pumpig, aber bei einem Döner-Dürüm ist das meistens so, weil die Zutaten ja immer so ein bisschen pumpig sind. Ja. Und Pumping Monkey. Pumping Penis, Bruder. Aber das Brot hat am meisten enttäuscht. Das war irgendwie so Papier und ganz laff und sehr zäh zu beißen. Mhm. Und ich gebe dem so eine 7. 7, Bruder? Nicht 6,5? Ja, 6,5 war. Am Ende kam die ganze Zitrone runter. Ja, ja. Und das hat so geil geschmeckt, das war auch nicht so gut verzeiht. Also eigentlich 6,5. Ja. Und die Zitrone hat echt den halben Punkt ausgemacht. Okay, ich sag so, man kann hingehen, Bruder. Tonnenbull ist sehr schön, weißt du? Auch eine schöne Location, ne? Aber viel wichtiger, jetzt sind wir in der Altstadt und wir gucken mal, ne, was wir hier so erleben, Bruder. Könnt ihr das glauben? Das ist Frankfurt einfach. Man kennt Frankfurt nur von diesen Straßenvideos, aber so kann Frankfurt aussehen, Mann. Wie eine normale deutsche Stadt. Gebehindert. Ihr wisst selber, ne? Hier laufen andauernd so obdachlose Junkies rum, Psychopathen, Kanaken, Bruder, machen hier Unsinn. Aber es kann auch so aussehen, Bro. Es kann auch so aussehen. So, ja, wir chillen so ein bisschen am Wasser, auch sehr ruhig. Ich sag so, Umsetzer, Bruder, Macher, Bruder, wie Pumping Monkey würden reinspringen, Bruder. Aber noch viel wichtiger, Bruder. Wir reden mal ein bisschen mit dem Bremert. Bruder, raus, Digga. Wir sind gerade hier so auf süß, auf philosophisch angehaucht, ne? So gewisse Gefühle stauen sich auf so in uns. Raus, Digga. Was sind so die drei wichtigen Dinge, die du wichtig findest im Leben, Bruder? Okay, das liegt mir keine Ahnung. Ja? Also die wichtigsten Dinge, das Ding ist, die Überschrift ist immer Liebe von einem. Das werdet ihr immer von mir haben. So wie so ein Zeugen Jehovas. Hm. Aber die sagen nur Liebe und wollen nicht. Wir sind selber nicht Zeugen Jehovas, ne? Ey, schaut euch Ute Michelle Storytime an. Ne? Mein Cringe Date, ein sehr altes Video. Da habe ich ein bisschen was über Zeugen Jehovas erzählt. Erzähl weiter. Die wollen euch auch von Liebe erzählen, aber dann verkaufen die euch nur so ein Buch. Ja. Das Ding ist, Liebe, das fängt alles an mit der familiären Liebe. Eins. Dann die freundschaftliche Liebe. Zwei, kameradschaftliche Liebe. Zu mir möchte mein, ihr wisst schon, ne? Und dann die romantische Liebe, dann hier, ne? Black Pearl. Nein, Spaß. Ich habe schon meine Perle. Macher, Umsetzer. Ja, Mann. Und ja, die drei Formen der Liebe, finde ich. Sag, Bruder, ne? Wenn ihr so werdet wie Mert, Digga, dann seid ihr richtige
richtige Stiere, Bruder. Okay, ne? Also sei ein Stier, Bruder. Sei ein ultimativer Stier. Aber Liebe kann auch hart und stark sein. Ja, gehört. Bruder, genau hier, wo ich stehe, Mann, macht der gute Fatih immer seine Videos, Mann. Aber wo ist Fatih, Mann? Weil ich bin bereit, Bruder, den Jiko von unten nach oben abzuchecken. Oder von oben nach oben, Digga. Mir egal, Digga. Wo ist Fatih, Bro? Ich möchte abgecheckt werden, Mann. So eine Scheiße, Mann. Ich bin nur wegen dir gekommen, Pumpy. Fuck. Falls ihr euch gewohnt habt, so sieht übrigens der Frankfurter Bahnhof aus. Ich sage euch so, da gibt mir richtige Jojo-Vibes, so richtig diese Jojo Part 5-Vibes. So, wo die gegen hier The Great Death oder so gekämpft haben, Beach Boys. Obwohl Leute, die Jojo gelesen haben, Bruder, wissen ganz genau, was ich meine, Digga. Naja, aber egal, der Bahnhof sieht süß aus. Ganz süß aus. Der Vlog neigt sich der Wende, aber ich bin so... Digga, bist du nicht der Ultimate Michel? Als ob, oh mein Gott, hallo Leute! Tschüss, Digga, er hat mich einfach erkannt. Aber Bruder, ich bin so traurig, Bruder. Ich wollte unbedingt, ihr wisst schon, andere Influencer treffen wie Fatih, Bruder. Ich wollte unbedingt mit dem gemeinsam meine Hose ausziehen. Wisst ihr, ich meine, Digga, schade. Wir ziehen durch, der Ultimate wieder. Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Frankfurt, sehr cool. Ne? Und das nächste Mal, Bruder, ich weiß nicht, Bruder, ja. Gehen wir rein in die Frankfurter Börse, Bruder. Ja, mit dem ich schätze. Sensei Ultimate Michel, Glocken-Like, Abo-Kommentar, Afrika braucht Geld, Kinder mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bengo Star, ist euch unnormal dankbar, so kommt, schaltet ein, ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.